Ich begrüße dich zum 40. Videoblog vom Katzers Literatur Crossover, der aber heute eigentlich gar kein Videoblog zu Katzers Literatur Crossover ist, weil er eigentlich nur eine Entschuldigung ist, dass er eben heute kein Videoblog zu Katzers Literatur Crossover sein kann. Das ist mein Arbeitsplatz, die Stätte des Verbrechens, sozusagen chronischen Sehern des Videoblogs, ist schon hinlänglich bekannt. Meine Bibliothek, ja, und mein Keyboard, das ich Gott sei Dank mit 10 Fingern bedienen kann, im Gegensatz zum Keyboard meines Computers, das ich nur mit 3 Fingern bedienen kann. Ja, da kommt mein Holzklavier, das ich wieder mit 10 Fingern bedienen kann. Ja, ich bin halt vielfältig unterwegs. So, jetzt aber endlich zur Entschuldigung, warum dieser Videoblog eigentlich kein Videoblog sein kann von Katzers Literatur Crossover. Vorab nur mal die Romane, die ihr schon alle kennt. Hier Ayasha tanzt, Ibera Verlag, war mein erstes Großwerk sozusagen. Dann Die Sonne der Maulwürfe, Proverbis Verlag, zweiter Roman. Zuletzt Die Erfindung der Seele, wieder Ibera Verlag. Ja, und eben jetzt in Vorbereitung Der Fisch im Wipfel der Ulme. Mein neuester, sozusagen surrealistischer Kriminalroman, wenn man so will. Wieder Proverbis Verlag. Ja, und dazu läuft jetzt natürlich das Korrektorat und Lektorat, wo ich dann natürlich auch meinen Senf noch dazu beigeben darf. Ja, und die Präsentation selbst wird am 19. Oktober in der Landstraße sein, in der Buchhandlung Thalia. Das hat schon Tradition bei mir, aber da werdet ihr noch gesondert hören davon. Ja, weil da im Moment alles zusammenkommt, stehe ich gerade jetzt vor Arbeit etwas Kopf. Ja, und darum bitte ich um Entschuldigung, dass das heute so kurz geraten ist und bitte euch, beim 41. Videoblog von Katzers Literatur Crossover trotzdem wieder dabei zu sein. Und bis dahin, tschüss und keep swinging.